It's black and white. Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück auf meinen Kanal und wir machen heute weiter mit einer neuen Folge der Black Panthers. In der letzten Folge sind wir ins Pokal-Viertelfinale eingezogen gegen Leverkusen, haben auch das ein oder andere Bundesligaspiel hinter uns gebracht und waren da eigentlich relativ semi, sagen wir es mal so, haben das ein oder andere Spiel gewonnen, haben aber auch eins oder zwei verloren. Aber heute geht's ins Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin. Und dann gucken wir gleich mal. Würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr gerne einen Daumen da lassen würdet und auch gerne den Kanal abonnieren. Es wird in nächster Zeit wieder viel Pro-Clubs kommen, Karriere und so weiter und so fort. Muss ich mir auch erstmal entschuldigen, dass ich halt die letzte Folge ein bisschen länger her ist. Kommt dadurch dazu, dass ich halt gerade einen neuen Job angefangen habe und dadurch ein bisschen gerade in der Einarbeitungszeit bin und dadurch nicht so viel Zeit habe, aber ich versuche das ein bisschen jetzt unter einen Hut zu bringen und jetzt ist ja auch die Folge wieder da. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bei der Transferphase, darum bin ich mir noch am überlegen, ob wir vielleicht uns noch einen Spieler kaufen. Das gucken wir aber gleich. Erstmal geht's rein in das Spiel gegen Union Berlin. Und natürlich spielen wir dieses Spiel auch selber in der alten Försterei auswärts bei den Eisernen, die dann echt ja auch relativ gut drauf sind. Mal gespannt, wie sich hier die Mannschaft so verändert hat von Union. Das sind so relativ loste Mannschaften. Für die Finale, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, da sieht man eigentlich relativ nur die Bayern und vielleicht Wolfsburg. Der Rest eher normalerweise jetzt nicht wirklich so weit. Und so sieht die Aufstellung halt aus von Union Berlin. Die haben den ein oder anderen geholt. Kein B und Z, da jetzt ein bisschen aus. Auch Orel Mangala spielen im, oh Gott, der Fünferkette. Frank Drongelen. Der vom HSV, ich glaube ja. Die Mannschaft hat sich schon ein bisschen verändert, vor allem Musa im Tor, den kenne ich gar nicht. Ja, wir gehen wie gewohnt rein, also da ändert sich ja nichts. Die Abwehr gleich, das Mittelfeld gleich und auch der Sturm gleich. Und ich hoffe, der eine oder andere wird sich ein bisschen straffen, weil das war in der letzten Episode ja ein bisschen sehr komisch. Aber viel rumgelabert, jetzt geht's rein ins Spiel gegen Union Berlin. Das könnte die Chance sein, dass Okafor, der Pfosten, nochmal Okafor, nochmal der Pfosten. Riesenchance für den Schweizer. Stark von Andrade, das ist ein super Spielzug. Und da ist das 1:0, da ist wieder mal Burkhardt. Der Mann für den Pokal. 1:0 für uns und das geht auch in Ordnung. Es ist super gespielt, schön über die Außen und dann eine halbhohe Flanke und dann ist Burkhardt da frei und dann macht man da auch als Torhüter nichts mehr. So, zur Halbzeit steht es 1:0 für uns und das ist auch ja sehr verdient. Union kriegt gar nichts hin, also die haben noch nicht mehr annähernd das Tor gesehen, geschweige in den Strafraum. Ja, aber wie gesagt, es steht halt nur 1:0 und man kennt Union aus der in echt, die können mal einen Konter schlagen und dann steht es hier unentschieden. Und da unsere Mannschaft nicht wirklich so fit ist, möchte ich hier keine Verlängerung haben. Warum das 1:0, vielleicht ein 2:0 draus machen und dann schön ins Halbfinale. Aber bis hierhin sieht das ja sehr gut aus. Und sie, schöner Ball für Okafor. Und da ist das 2:0, was ich gesagt habe. Direkt von Noah Okafor. Der ist so gut, der Junge. Nicht nur in echt, sondern auch in-game.
klasse gespielt. Guendouzi hat das Auge und Okafor, ja, ins lange Eck. Ja, sagen wir mal so, der Keeper sieht jetzt auch nicht wirklich so gut aus, aber nehmen wir mit 2:0 gegen Union Berlin. Burkhardt, und das ist das 3:0 sogar von Burkhardt. Jetzt sollte das entschieden sein. Nach knapp 58 Minuten das 3:0. Ich habe gar nicht kommentiert, aber ihr seht das nochmal. Ja, hat er viel Platz und dann einfach wunderschön unten ins Eck. Da kann man wirklich sagen, keine Chance für den Keeper. Und Burkhardt ist einfach Mr. Pokal. Fünfter Treffer schon. Wir wechseln auch aus. Cardoza geht, Tequila kommt rein. Wir haben das zweite Mal jetzt auch nochmal gewechselt. Also Burkhardt raus, Andrade raus. Dafür sind dann halt Siegmund und Kühn reingekommen. Einfach auch, das ist schon, es steht jetzt 3:0. Da muss ich jetzt noch nicht mal jemand jetzt noch verletzen oder irgendwie in der Form darum. Einfach mal zum Runterkommen. Kühn. Kühn, was ein Tor von Kühn. Das gibt's ja gar nicht. Der schweißt den da einfach rein. Das ist ja unfassbar hier, Guendouzi. Und ich denke mir so, ja, ich schieße jetzt einfach mal. Und dann nagelt der den von da rein. Das ist ja unfassbar. Was ein Tor von Kühn. Ja, und da kann man sich zu Recht freuen. 4:0. Und ich sag mal so, das Spiel können wir jetzt zum Endergebnis bringen. 4:1, wir haben noch ein Gegentor kassiert. Das ist komplett egal, wirklich komplett egal. 4:1 gehen wir hier raus. Wahnsinn, dieses Spiel. Absolut genial. Paderborn haut noch Gladbach raus mit 3:1. Oh mal was. Wir stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Und sind jetzt am Deadline Day angekommen. Und mal gucken, vielleicht hole ich da noch einen dazu. Oder wenn nicht, dann lassen wir einfach diese 2,5 Millionen einfach auf dem Konto stehen. So, nach langem Hin und Her. Es ist nicht Königsdörfler geworden. Es ist nicht Opoku geworden. Der wollte nicht genug. Ah, also ich habe da... Ja, am Ende wird es Giuseppe Pizarro, der hat mich nichts gekostet, hat einen Marktwert von 4,1 Millionen. Ich wollte eigentlich einkaufen, das war der einzige auf der Liste, den ich mir leisten konnte. Ich wollte eigentlich jemanden komplett anderen. Warum ich das gemacht habe, warum wir uns jetzt einen neuen Rechtsmittelfeldspieler, weil wir Schneider verkauft haben an Altay SK in die Türkei. Darum haben wir jetzt einen neuen rechten Mittelfeldspieler mit Pizarro. Der, ja, ist ja auf jeden Fall gleich mal auf die Bank schafft. Und dann sind wir da auf jeden Fall nicht schlecht aufgestellt. Bisschen besser auf jeden Fall als davor. Ja, ich hätte eigentlich gerne jemanden genommen, der ein bisschen mehr Potenzial hat. Aber am Ende ging es halt nicht anders. Königsdörfler war vom Gehalt zu teuer. Und auch, ja... Opoku, der nicht wollte. Guendouzi werden wir nicht verkaufen, zumindest nicht jetzt. So, und damit geht diese Transferphase auch vorbei. Kunde geht zu City. Dann Pau Torres geht zu Manchester United und Locatelli geht auch zu Manchester United. Gucken wir, wo wir sind. Ich gucke kurz. Ich hätte mal vorher suchen sollen. Da. Jo, verkaufen für 1,2 und holen uns einen Spieler. Damit schließen wir die Transferphase ab. Der Pizarro ist sogar hat ein großes Potenzial. Also ich bin gespannt, dass wir den, vielleicht können wir den auch auf das einsetzen. Turnierpreisgeld haben wir bekommen. Wir schienen jetzt auch schon mal auf dem Kalender, gegen wen wir denn dann spielen. Wir spielen gegen die Hertha. Also ist auf jeden Fall möglich, da ins Finale zu kommen. Jetzt geht's gegen Leipzig. Leipzig ist 9. Tabellenplatz, auch sehr interessant. Und wir simulieren dieses Spiel. Ich bin mit Regulon in der Innenverteidigung. Ja, und da gibt's eine Klatsche auf 5. 3:0 gehen wir da unter gegen Leipzig. Aber gut, es ist Leipzig. Das ist einfach noch nicht unser Kaliber.
Und da kann man auch mal verlieren. Jetzt ist es halt einfach wichtig, eine Reaktion zu zeigen gegen den VfB Stuttgart. Auswärts treten wir an und wir gewinnen 2 zu 1 dank Burkhardt in der 87. und Oka vor kurz vor der Halbzeit. Wichtige 3 Punkte. Wie gesagt, es sieht ja nicht schlecht aus. 36 Punkte, das ist eigentlich schon fast der Klassenerhalt an sich. Und darum sieht das auch sehr, sehr gut aus. Geht's gegen Freiburg. Wäre natürlich schön, da jetzt auf heimischer Kulisse einen Sieg zu holen. Da verlieren wir 3 zu 1. Was ist denn zu Hause los im Moment? 3-1 Niederlage gegen Freiburg. 3-0 Niederlage gegen Leipzig. Also irgendwie läuft zu Hause nicht wirklich. Und jetzt geht es gegen die Hertha, die auf einer ja, sehr, sehr interessanten Formation rumspielen. Also habe ich auch noch nie gesehen. Die hatten aber anscheinend irgendwas unter der Woche. Darum vielleicht haben wir ein bisschen Vorteile da. Wir spielen 2 zu 2 unentschieden. Andrade und Oka von Gangkamp macht den Ausgleich und Solis die Führung kurzfristig für die Hertha. Aber 2-2 gegen die Hertha ist auf jeden Fall solide. Und das nächste Spiel ist dann gegen Eintracht Frankfurt, diesen 14. Tabelle. Und da geht's dann rein. 2-0 Pizarro und Andrade. Also erstes Tor für Pizarro in der Bundesliga. Ein 2-0-Sieg gegen die Eintracht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Erfolg, bevor dann wir gegen die Bayern spielen. 40 Punkte. Ich glaube, damit sind wir dann auch so gut wie durch. Andrade übrigens ist der Torhüter. Den verkaufen wir an die Red Bulls. Damit haben wir da erstmal eine Sorge weniger. 200k kriegen wir dann aufs Konto um drauf. Und 40 Punkte, wie gesagt, sieht super gut aus. Wir sind auf jeden Fall durch. Die Bayern sind einfach nur Vierter. Also da gucken wir uns jetzt mal kurz die Tabelle an. Weil das möchte ich jetzt einfach mal sehen. Hoffenheim ist Tabellenführer. Die Bayern einfach nur Vierter mit 5 Punkten Rückstand auf die TSG. Also den können wir ja richtig mal in die Suppe spucken. Und das werden wir hoffentlich auch machen jetzt. Ich weiß, normalerweise sage ich immer, zweimal in einer Saison gegen einen Gegner zu spielen. Mach ich nicht, aber es ist halt der FC Bayern. Man kann sich einfach sagen, es ist der FC Bayern und gegen die spielt man halt gerne zweimal. Das ist immer so eine Sache. Das ist halt der Rekordmeister. Und auch wenn sie nicht immer überall beliebt sind, wie gesagt, es sind halt wirklich, es ist halt die beste Mannschaft Deutschlands. Außer bei uns in der Karriere. Da sind sie nur Vierter. So gehen die Bayern in die Partie. Hernandez, Hermoso, die. Ach, das schnell kann man ja gar nicht durchgehen. Ne? Musiala spielt auf jeden Fall. Osimhen vorne im Sturm. Nicht dieser komische, der davor das letzte Mal gespielt hat. Cavachal über rechts. Ich bin sehr gespannt. Ja, und unsere Mannschaft kennt man ja eigentlich. Also, da brauche ich ja nicht viel zu erzählen. Und dann hoffen wir mal, dass das Münchspiel so ein Ergebnis wird. Damit wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Boah, sind die Nummern groß oder sehe ich das nur so? Ja, okay, wenn es dann so funktioniert, dann nimmt Guedes den Ball weg. Aber ja, der Abschluss war am Ende dann halt nicht so gut. Funktioniert Burkhardt, erste wirklich gute Möglichkeit, wo auch Neuer eingreifen muss. So, Halbzeit in München, 0 zu 0 zur Halbzeit. Das geht aus meiner Sicht auch komplett in Ordnung. Ist halt sehr viel Mittelfeldgeplänkel. Klar, wir hatten eine gute Möglichkeit, aber viel mehr auch nicht. Also Bayern kommt halt gar nicht vom Kasten und wir tun uns mega schwer, verlieren viel zu schnell die Bälle und darum, ja, passiert vor den Toren halt nicht viel. So, wir mussten jetzt einmal wechseln. Kühn kommt rein für Andrade. Andrade war komplett platt. Außerdem hat er sich wohl in der ersten Halbzeit verletzt. Darum gehen wir da jetzt erstmal auf Nummer sicher. Kühn geht da vorne in den Sturm rein. Und Osimhen und Trapp.
Ja, ruck doch raus. Warum bleiben alle da hinten stehen? Alle heben das Abseits auf. Eine normale Mannschaft wird da jetzt einfach rausgerückt. Und jetzt steht es 1-0. Und das ist auch komplett verdient in der zweiten Halbzeit. Ganz schwacher Auftritt von uns. Und ja, wenn da keiner rausrückt, bleibt alles hinten stehen. Und Leon Bailey macht dann das 1-0. Ist mal durch. Das ist, ich glaube, das ist jetzt ein Game und Set. Und wieder hält uns Trapp. Da ist zumindest mal Kühn und das Burkhardt und irgendwie aus dem Nichts machen wir den Ausgleich. Burkhardt trifft. Erster gescheiter Angriff in der zweiten Hälfte. Das ist gut gespielt. Dann hat Kühn wartet da halt auch ab und spielt den dann super in die Mitte. Und dann steht es 1-1 unentschieden. Weil Johnny Burkhardt da auch aufgepasst hat. Und wechseln auch zweimal aus, jemals geht. Dafür kommt Stein und Tegia kommt rein für Cardoza. Also die Nummern sind brutal groß. Es gibt Freistoß? Ne, es gibt Elfmeter. Gibt es Elfmeter oder gibt es Freistoß? Ich weiß es nicht. Was gibt's? Es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter für uns! Es gibt tatsächlich Elfmeter für die Black Panthers. Kühn. Und ihr macht den rein! 2-1 in München für die Black Panthers. Kühn macht es. 2-1 in München. Was ein wichtiger Treffer. Schickt Neuer da ins falsche Eck. Kühn. Eingewechselt zur Halbzeit. Vorlage zum Ausgleich gemacht. Und vielleicht hier der Siegtorschütze. 8. Tor im 16. Game. Noch ist nicht vorbei. Trapp hält den. Wichtig. Letzte Aktion jetzt im Game. Es gibt nochmal Ecke für die Bayern. Den hat Trapp und damit ist es vorbei. 2-1 schlagen wir den FC Bayern. Ein ganz wichtige Dreier. Und drei wichtige Pickpoints. Also, in unserer Vereinsgeschichte noch nie gegen die Bayern verloren. Das bleibt dabei. Zwar immer hinten gelegen, aber nie verloren. Und Held des Spiels ist auf jeden Fall Kühn. Ja, und wir waren mega effizient in dem Spiel. Das muss man einfach auch dazu sagen. Irgendwelche Ziele sind gefährdet, das interessiert mich nicht. Aber wie gesagt, wir waren mega effizient. Haben die Buden dann auch gemacht und haben uns da jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen von den Bayern. Wie gesagt, wichtige Dreier, 43 Punkte stehen jetzt nach 25 Spieltagen da. Das ist sehr, sehr schön. So, und da sich die letzten Male sich ja schon ein paar das gewünscht haben, wir haben jetzt unser Geld in einen Scout investiert, habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht. Da haben wir immer jemanden in der Hinter mit Gilles van de Berge, haben wir so einen mit 4 Erfahrungen und 5 Einschätzungen. Also das ist eigentlich schon relativ gut. Damit haben wir natürlich jetzt kein Transferbudget mehr, aber dafür ist es ein sehr guter Scout, der vielleicht jetzt den einen oder anderen Rohdiamanten noch auspackt. Und jetzt geht's rein in das Spiel gegen Augsburg. Was wir mit einem Punkt abschließen, ist okay. 2-2 gegen Augsburg. Hätte besser laufen können, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mitnimmt. Augsburg ist auf jeden Fall nicht einfach, ein nicht einfacher Gegner. Die Bayern sind jetzt einfach Fünfter. Nachbarschaftsduell vom Tabellenplatz halt her. Beide haben 44 Punkte. Gladbach 7. Wir sind 8. Wir verlieren 1-0. Andrade verschießt einen Elfer und darum schießt ja eigentlich bei uns auch jemand anders die Elfmeter. Aber gut. Das ist schon der zweite Elfer, den glaube ich Andrade verschießt. Aber ist jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm, wie gesagt. Ich möchte jetzt noch nicht wirklich in die Europa League. Ich finde, der 8. Platz ist schon ein Riesenerfolg für uns. Mit dem kann ich super leben. Nächstes Spiel ist jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Die sind 4. in der Tabelle. Simulieren wir auch einfach weg.
und gewinnen 1:0. Andrade mit dem Tor. Also, wie gesagt, der mit dem Einwandermann, wir sind ein bisschen wie so eine, wie so ein offenes Buch. Wirklich. 47 Punkte überholen, sogar jetzt die Hertha sind jetzt wieder dran an Gladbach. Also, das ist ein mega Hin und Her. Der VfL Bochum ist letzter in der Tabelle. Hat natürlich nichts zu sagen, aber es wäre schon schön, wenn wir die schlagen würden. Das tun wir 1:0. Reicht ja. Gewonnen ist gewonnen. Fragt hinterher sowieso keiner wie, sondern es geht nur ums Ergebnis. Und damit haben wir jetzt 50 Punkte und meiste Spiele ohne Gegentor hat einfach Kevin Trapp. 9 Spiele ohne Gegentore, gerade mal vier, gut 34 Gegentore zuzulassen. Und was hat er als Bewertung, der Transfermarkt ist 5 bis 12 Millionen. Wir haben den ja, ich weiß gar nicht, für wie viel haben wir den geholt aus Frankfurt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der war aber fast 8 Millionen. 8 Millionen haben wir den Mann geholt. Also, das ist nicht so schlecht. So, und wir haben auch unser erstes Talent in der Akademie. Malte Bachmann, ein MS. Den müssen wir natürlich noch umformen, weil MS bringt uns ja nicht viel. Weiß ich, ist das so ein Stürmer? Der Tripling eigentlich relativ viel. Es dauert schon zu lange. ZOM, was wir mit Stürmer? Stürmer dauert 46 Wochen. Vom Tempo her ist er eigentlich nicht schlecht. Machen wir ihn mal zum offensiven Mittelfeldspieler. Ich glaube, das ist einfach von sich aus besser. Hat 5-sternige Spezialbewegung, dafür aber ein Stern schwacher Fuß. Na, mal gucken. Gegen Bochum. Gegen Bochum, sage ich schon. Gegen Dortmund, gegen den Tabellenführer, die sind irgendwie an Hoffenheim vorbeigekommen. Keine Ahnung, wie geht's jetzt? Das Hinspiel haben wir, glaube ich, gewonnen. Das Rückspiel verlieren wir 2:1. Doppelpack von Daka. Aber Andrade trifft richtig häufig jetzt, muss ich sagen. Gegen Dortmund zu verlieren ist, glaube ich, keine Schande. Ja, und jetzt geht's ins Halbfinalduell gegen die Hertha. Da bin ich jetzt natürlich auch sehr gespannt. So, man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hertha BSC 2024 gegen die Black Panthers im Finale steht. Gegen die Black Panthers sowieso nicht, aber dass die Hertha überhaupt in einem Finale, in einem Halbfinale steht. 2024 im deutschen Pokal. Das, glaube ich, kann sich auch im Moment keiner vorstellen. Da, wo die Mannschaft im Moment steht, im anderen Halbfinale treffen die Bayern auf Paderborn. Die Hertha hat sich gegen Hoffenheim durchgesetzt und hat hier ein Heimspiel natürlich. Logischerweise. Und da gucken wir mal auf die Aufstellung der Hertha. Unsere Aufstellung kennt ihr ja eigentlich schon. Jordan, Torreira nur auf der Bank. Da haben sie aber viel gehabt. Zum Beispiel Jonathan David, sehr interessanter Spieler. Von Nals, Solis ist nicht schlecht. In der Abwehr haben sie viel gemacht. Ein Bemba ist gekommen. Sanusi. Ein paar Spieler sind auf jeden Fall noch geblieben, wie Marco Richter. Aber ganz viele auch weg. Wie auch in echt. Wie gesagt, unsere Mannschaft kennt ihr noch. Ich habe keine Ahnung, warum das da oben immer noch ist vom Bayern-Spiel. Wir gehen einfach rein. Vielleicht geht es ja irgendwann weg. Boyata hängt seine Fußballschuhe an den Nagel nach der Saison. Das ist eine gute Flanke für die von der Hertha. Und die erste Chance hat die alte Dame. Geht aber am Tor vorbei. Da musste Trapp jetzt nicht wirklich viel machen. Mina. Mina, den greift eigentlich keiner an. Was? Ein Schuss von Mina, der geht gegen den Pfosten. Da hatten wir jetzt ganz viel Glück schon. Wir sind gleich mal nach dem Spiel hier ein bisschen reden mit der Hertha, ob die den vielleicht und für wie viel die den verkaufen wollen. Wirklich ein Bombenschuss von Mina an den Pfosten. Da hätte Trapp nichts mehr gemacht. Okafor. Die Flanke ist nicht schlecht. Den hat Schwolo gut gehalten. Aber Burkhardt holt den Rebound 1:0 für die Panthers. Erste Offensivaktion von uns. Und wir machen das Tor. Hier die Flanke von Okafor. Dann ist das eine klasse Parade von Schwolo. Aber Burkhardt setzt sich dann gegen Cefuic im Kopfballduell
durch. Und ja, er ist wie gesagt Mr. Pokal. 6 Tore in 4 Spielen. Hier Jonathan David. Richter. Na, und Trapp holt den raus gegen Santiago Ascacibar. In der Wiederholung trifft den nicht ganz so gut, aber die Parade von Trapp ist trotzdem überragend. Andrade, langer Ball nach vorne und das ist Burkhardt und das ist Burkhardt und das ist die Latte, die hier fast das 2, das wäre es gewesen, das zweite hinterher. Die Hertha kommt wieder, die Hertha kommt wieder und das ist der Ausgleich, Marco Richter. Aber das war auch, ja, man kann wirklich sagen, überfällig. Die spielen hier uns komplett an die Wand und wir kommen eigentlich nur raus durch Konter. Wir gucken uns nochmal an, Sanusi, und dann ist das super gespielt. Kurzpass und dann, ja, kannst du nichts mehr machen als Tolter. Marco Richter mit dem Ausgleich. Das ist Cardoza. Das ist Burkhardt und das ist das 2:1. Wieder Burkhardt. Also Chancenverwertung ist super gut bei uns in dieser ersten Halbzeit. Ich glaube, das war der zweite Schuss auf das Tor. Hier Burkhardt, klasse Drehung. Boyata kommt nicht mehr hinterher und dann flach ins linke Eck. Keine Chance für Schwolo. Ja, und somit steht es auch in der Halbzeit 2:1. Hier erwartete Tore ist brutal. 2,3 für die Hertha, 2,9 für uns. 5:4 Torschüsse für die Hertha. Aber guckt euch den Ballbesitz an. Brutal, wie die Hertha da vorne presst auch. Aber das nutzen wir halt im Moment aus. Und mit 32 Pässen haben wir halt 2 Tore und die Hertha hat mit 68 halt nur 1. Und darauf kommt es an, bis hierhin. 75% Schussgenauigkeit, also Schusspräzision, also sehr, sehr stark. So, wir müssen es aber auch hier wieder machen, wie gegen die Bayern. Andrade ist platt, Kühn kommt rein. Aber das war ja jetzt nicht der schlechteste Wechsel gegen die Bayern, den Kühn da einzuwechseln. Ascacibar, das könnte gefährlich werden, Trapp! Block, nochmal der Block und nochmal Trapp! So, Wechsel bei uns. Aber bei der Hertha, David geht raus, Nordin kommt, bei uns kommen Tegia und Kroos für Cardoza und Guedes. Vorteil läuft, ich hätte es gern eigentlich nicht so gehabt, aber jetzt gehört die Chance, guter Block, ganz, ganz wichtiger Block. Die gelbe nehme ich mit, das ist mir wirklich egal, aber Nianzou mit dem wichtigsten Block, glaube ich, seiner ganzen Karriere. Ich glaube, der wäre ins Tor geflogen. Hertha wechselt nochmal. Mina geht. Jovetic kommt. Ascacibar, steht der frei. Trapp, was eine Parade von Kevin Trapp. Ja, das Tor ist ja gefühlt leer. Aber Trapp holt den mit einer Hand da raus. Unfassbar. Letzte Möglichkeit. Den muss er haben. Ah, ist nicht ganz so sicher. Und der geht gegen die Latte, wir sind durch. Wir stehen im Finale. Wir schlagen die Hertha mit 2:1. Auch wenn es ganz viel Glück auch ein bisschen war. Aber ein ganz, ganz überragender Sieg. Wir stehen im DFB-Pokalfinale. Durch den Doppelpack von Johnny Burkhardt. Boah, was war das für ein Spiel? Also das war überragend, dieses Spiel. Ich habe auch schon gesehen, gegen wen wir im DFB-Pokalfinale stehen. Es sind keine geringer als die Bayern. Die haben sich gegen Paderborn durchgesetzt. Hier seht ihr es. Ja, und jetzt geht's gegen Union Berlin. Also es ist absolut unfassbar. Schnellsimulation. 1:1 gegen Union. Gut, schuldig mal der fehlenden Kraft jetzt. Nach diesem Nervenaufreiben im DFB-Pokal.
Halbfinale aus Hoffenheim. Simulieren wir jetzt auch einfach weg. 0 zu 0, kann man mal machen. Punkt geholt gegen Hoffenheim. So wie die im Moment drauf sind, ist das auf jeden Fall ein Punktgewinn. Auch wenn wir dadurch einen Platz nach hinten fallen. Das nächste Spiel ist gegen den FSV Mainz 05. Auch das simulieren wir einfach schnell weg. Das gewinnen wir 2-0. Okafor und Andrade. Die beiden Torschützen. Also, wenn sich das einer anguckt, das ist so spannend hier. Europa League und die Champions League noch. Also, die Meisterschaft sollte, ist glaube ich entschieden. Die holt Dortmund, aber wirklich Europa League und die Champions League und die Conference League. Alles noch offen. Siebter wären wir halt auf jeden Fall drin. Das wäre halt natürlich so eine Sache. Da wären wir auf jeden Fall in der Conference League einfach. Dafür müssen wir jetzt aber auch gegen Leverkusen gewinnen. Das gewinnen wir auch. Okafor 1 zu 0 gegen Leverkusen. Weiß gar nicht, war das der letzte Spieltag? Ja, das war der letzte Spieltag. Einfach absolut genial. Wir gucken jetzt mal kurz mal auf die Tabelle. Ich hab da jetzt nämlich gar nicht gerade. Ja, wir sind Siebter geworden. Siebter Tabellenplatz mit 58 Punkten. Also es ist eine sehr, sehr starke Erstligasaison. Dortmund wird Meister, Hoffenheim, Wolfsburg und die Hertha gehen in die Champions League. Die Bayern gehen in die Europa League. Gladbach, Europa League. Sagen wir es mal so. Und wir können ja die Conference League kommen, sind die Bayern gewinnen. Weiß ich jetzt nicht, wie das dann ist, ob dann Gladbach in der Conference League ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Den Rest gucken wir uns später an. Dann kriegen wir noch vom Vorstand gut gemacht. Das Turnierpreisgeld und ein Jugendscouting-Bericht ist übrig. Ne? Gucken wir noch mal kurz rein. Der sieht okay aus, können wir mitnehmen. Der nicht. Der auch nicht, auch wenn der viel gehankert hat, den können wir auch mitnehmen. Wird und dann geht es gleich rein gegen die Bayern ins Finale vom DFB-Pokal. Und da geht es los. Wir sitzen in der Ostkurve, das heißt, das ist schon ein kleiner psychologischer Vorteil. Die Black Panthers gegen den FC Bayern München ist das DFB-Pokalfinale. Und es ist unser allererstes Finalspiel in unserer Vereinsgeschichte. Was haben wir für Gegner rausgehauen? Leverkusen, Union, die Hertha. Was war noch dabei? Da war noch, einer war noch davor. Ach, der Ha, ja, stimmt, Havisel gegen Tobi. Also, das war ja wirklich stark. Und ja, Johnny Burkhardt. 7 Treffer, Mr. Pokal. Ich nenne ihn nur noch Mr. Pokal. Überragend, wie der gespielt hat. Siebter in der Liga sind wir geworden. Und das könnte jetzt wirklich die Sahne auf der wunderschönen Torte sein. Die wunderschöne Schlagsahne, die jeder gerne hätte. Die können wir hier drauf tun, wenn wir die Bayern nochmal besiegen. Da ist die Aufstellung von uns. Bei uns sieht es wie immer aus, ganz ehrlich, wie immer. Wir spielen wie immer, weil das so gut funktioniert hat. Diese Saison. Die Mannschaft hat sich super entwickelt. Und darum spielen wir genauso im 4-4-2 gegen die Bayern. Und die Bayern spielen so. Neuer Sabitzer, weil wer der Hermoso, Hernandez, Kimmich, Saar, Kusion, Musiala, Goretzka und Osimhen in 4-2-3-1. Saar auf der 6 mit Kimmich. Cousins über die Außen. Interessant. Werden wir mal gucken. Weil Werder auf der IV-Position. Auch sehr interessant. Savic über rechts. Ist der Rechtsverteidiger. Ich bin sehr gespannt. Schöner Ball für Burkhardt. 1 zu 0 für uns im Pokalfinale durch Johnny Burkhardt. In der 22. Spielminute gehen die Black Panther in Führung. Hier Burkhardt, klasse. Und dann im Rücken der Abwehr macht es Burkhardt, der Mister Pokal. Erster Abschlusstrapp ist da. Cardoso, die Flanke ist gut. Neuer, was eine Parade! Das wäre ein Ding, das 2 zu 0.
Andrade! Neuer. Und das sieht man auch an der Statistik. 1:0 ist auf jeden Fall verdient. Wir sind ja jetzt nicht klar besser, aber wir hatten die besseren Chancen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Von Bayern kam nicht viel. Ein Schuss, so wirklich, der annähernd gefährlich war aus der Distanz. Den hat Trapp gut gehalten. Aber wir halten uns relativ zurück. Wir lassen den Bayern den Ball und versuchen uns da so ein bisschen aufs Kontern zu verhangen. Da müssen wir jetzt aufs Kontern zu begleichen. Und ja, da müssen wir jetzt einfach aufpassen, dass wir jetzt hier kein Gegentor kassieren. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Musiala kann den jetzt querlegen. Wichtig, dass Guedes dazwischen ist. Kriegt ihn aber nicht ganz weg. Was macht der denn da? Was ist passiert? Was ist passiert? Also ich hatte den Spieler no joke nicht mehr. Ich hatte ihn wirklich nicht mehr. Rocker kommt jetzt rein für Saar. Es gibt Elfmeter für die Bayern. Ich weiß selber nicht warum. Natürlich wäre ich jetzt nach rechts gesprungen, wäre da links geschossen. Ich kann einfach keine Elfmeter. Noch nie. Eieiei. Ausgleich. Danke an FIFA, wirklich. So ein FIFA-Tor, wirklich. Allein, dass jemand den Ball da verloren hat. Schneid das Uncut so rein, wirklich. Wechseln jetzt aus, erster Wechsel. Cardosa geht runter, absolut grottenschlecht in der zweiten Halbzeit. Kann man nicht anders sagen. Es war nichts von ihm mehr zu sehen. Ja, das geht in die Verlängerung. Weil FIFA es so wollte, ich sag's ganz ehrlich, Junge. Weil das Tor war wirklich geschenkt für die Bayern. Nicht gut, ganz knapp vorbei. Ja, Kühn kommt jetzt rein für Andrade. Weiß, er ist nicht der Schnellste, aber vielleicht kriegt er den Ball mal auf den Fuß, das wäre wichtig. Tikia und Neuer muss da noch mal hin. Oh mein Gott, Trapp holt den raus. Wir wechseln doch nochmal auf Groß, kommen jetzt einfach nochmal rein. Ja, es geht ins Elfmeterschießen. Das haben wir eigentlich gefühlt schon verloren. Weil ich einfach keine Elfmeter kann. Und wir beginnen. Wir beginnen. Okafor. Wichtig, 1-0. 1:0. Osimhen, der hat getroffen, das war wäre ich einfach nochmal links gegangen. Können du sie? Gelb, aber egal, ist drinne. Ist richtig Rocker. Und Trapp hält! Und Trapp hält! Wichtig! Wichtig, dass Trapp den holt. Okay, Burkhardt einmal durch die Mitte! 3:1! Vorteil bleibt bei uns, weil Werder auch der nimmt die Mitte. Und Kühn, ganz wichtig, 4:2. Wenn Trapp den jetzt hält gegen Cuisance. Trapp gegen Cuisance, auch der nimmt die Mitte. Groß. Der trifft! Der trifft! Pokalsieger sind wir! Nach Elfmeterschießen gegen die Bayern! Mit 5:3 gewinnen wir das Pokalfinale! Dramatik pur! Bis zur letzten Sekunde! Groß! Haut den in die Mitte, den letzten Elfmeter! Und damit ist es geschafft. Die Sensation ist geschafft. Mit 5:3 gewinnen wir nach Elfmeterschießen gegen die Bayern im Pokalfinale und krönen eine schon überragende Saison mit einem DFB-Pokal, mit einem Titel. Oh.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Okay, jetzt sehen wir hier einfach eine Bayern-Flagge. Schön. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Aber es war halt auch alles gegeben. Für dieses Pokalmärchen. Zum ersten Mal. Kevin Trapp hebt jetzt den Pokal hoch. Und jetzt ist es amtlich. Jetzt sind wir Pokalsieger von 2024. Und das ist auch eine starke Mannschaft, die sich super entwickelt hat über die Saison hinweg. Jetzt geht es natürlich zu den Fans. Rein in die Ostkurve. Um diesen überragenden Sieg zu feiern. Unfassbar. Es backt immer noch, ne? Also da oben dieses Bayern gegen Club, gegen Black Panther von der Bundesliga. Es ist egal. Es ist egal. Pokalsieger. Es gibt nichts Schöneres. Ja, und dann können wir das Turnierpreisgeld auch gerne mitnehmen. Die Bayern holen einfach keinen Titel. Na gut, obwohl sie könnten vielleicht die Champions League gewonnen haben. Und hier, Panthers gewinnt. Dramatisches Elfmeterschießen. Ja, Dramatik pur und der erste Titel für uns in unserer jungen Vereins. Wir simulieren jetzt einfach noch mal vor bis zum Mai oder bis zum Juni, dann sehen wir uns gleich wieder. Gucken wir noch mal auf die ganzen Wettbewerbe, die es gab. Der Borussia Dortmund wird auf jeden Fall deutscher Meister. Wir werden sehr starker Siebter mit 58 Punkten. Ich glaube, wir qualifizieren uns auch für die Conference League. Absteigen tun Werder Bremen und der VfL Bochum. Union muss in die Relegation. Im DFB-Pokal setzen wir uns durch mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Bayern. Das Relegationsspiel gewinnt Union gegen Schalke, also Union bleibt erstklassig, Schalke bleibt daraufhin wieder noch zweitklassig, gibt's auch kaum. Den UEFA Superpokal holt sich Liverpool, sorry, gegen Manchester United mit 2:1. Die Champions League geht an Paris Saint-Germain gegen Manchester United, es ist echt oft so. Ich will mal kurz. So. Mal zurück. So. Ich will mal gucken. Okay, die Bayern sind gegen Manchester United rausgeschoben. Also wie gesagt, die Bayern einfach ohne Titel. In der Europa League gewinnt Sevilla gegen Lazio das Finale. Und die UEFA Conference League gewinnt Dynamo Zagreb mit 2:0 gegen Olympique Marseille. Europameisterschaft ist dann auch. Ich gucke mal, ob die Deutschen dabei sind. Ja, sind wir. Ja, und dann sage ich mal so, ich bleibe jetzt auf diesem Stand nämlich. Wir machen das ganze Zeug für die nächste Saison in der nächsten Folge. Das ist ein bisschen spannender. Ihr könnt gerne trotzdem reinschreiben, welche Spiele ihr gerne haben wollt. Ihr seht das Team, es ist ausbaufähig. Immer. Es ist immer ausbaufähig. Nie vergessen. Ja. Aber ich sag mal so, die Mannschaft hat sich super entwickelt, vor allem Spieler wie die wir dazu verpflichtet haben, wie Nianzou jemals. Ja, aber auch andere Spieler, wie Burkhardt ist jetzt über die 80 drüber, Okafor hat eine 82, Guendouzi eine 84, also super, wie sie sich entwickelt haben. Ja, wie gesagt, Willi, ja, mal gucken. Also ich bin immer dafür ein Rechtsverteidiger, ihr seht das ein bisschen anders, aber wie gesagt, könnt gerne haut einfach in die Kommentare diesmal wieder, was für Spieler ihr haben wollt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus und tschüss.